Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Herrlich, ehrlich, menschenhautnah. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist ein echtes Multitalent. Er ist Schauspieler, Entertainer, Winzer, Maler, Hobbyrennfahrer und mit über 17 Millionen verkauften Tonträgern seit Jahrzehnten ein äußerst erfolgreicher Musiker. Ab Februar geht er mit seinem neuen Album Idole auf Tournee. Das wäre dann, sagen wir mal, seine sechste Abschiedstournee. Und ich bin sehr froh, dass er heute hier ist. Peter Kraus, schön, hallo, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke, danke, danke. Lieber Herr Kraus, ja. Die Musik, die Kreativität, die Kunst wurde Ihnen ja eigentlich schon von Kindes an in die Wiege gelegt von Ihrem Vater, der richtig, ja auch sehr als Regisseur und Kabarettist und Schauspieler ja unterwegs war. Das heißt, der Weg war vorgezeichnet, die große Bühne. Ja, mehr oder weniger. Ja. Ich habe mit meinem Vater, da lebten wir in Wien, und ich habe schon ganz, ganz früh angefangen, mit ihm zu singen. Ich habe Wiener Lieder gesungen. Ich konnte dann das Repertoire von Bronner und das war Geschupfte Ferl und das singe ich heute noch. Also das waren so die Anfangszeiten. Und dann habe ich natürlich, er hat damals in Bars gesungen, in der Casanova Bar, und hat englisches Material gesungen, amerikanisches Material, Entschuldigung. Das Classic-Material. Und dadurch bin ich eigentlich, ich sage jetzt mal, mit amerikanischer Musik aufgewachsen. Und mit Wiener Liedern. Sie waren ja dann eher als, wie Sie in den Anfängen, war das dann schon dieses Rock'n'Rollige, dieses Feurige. Jetzt mit dem neuen Album Idole, so ein bisschen auch zu den Wurzeln zurück, der ja Swing. Das ist Ihnen ja jetzt besonders wichtig. Warum? Weil es eine Danksagung ist an die Leute, die damals meine Idole waren, bevor der Rock'n'Roll kam und bevor ich anfing, habe ich mich mit der Musik beschäftigt und ich glaube, ich hätte die ganze Rock'n'Roll-Zeit nie so gut überstanden und so gut machen können, wenn ich nichts mit, ich sage jetzt mal, qualitativ besserer oder hochwertiger Musik aufgewachsen wäre und mich beschäftigt hätte. Und ja, irgendwie Swing, das war immer einfach mein Element. Ich habe auch die ganze Rockzeit sehr swingend gesungen. Also das ist einfach meine Musik. Die steht eigentlich vom Rock'n'Roll. Und das muss man natürlich irgendwann einmal was damit anfangen. Und deshalb habe ich mir gedacht, jetzt muss man eine Swingplatte machen. Und es kommt noch was dazu, was wichtig ist. Es ist momentan alles sehr immer auf Party, immer auf Party. Alles ist laut, es ist kräftig und so. Das ist eine Swingplatte, so wie wir früher die Zeit, die Jugendzeit erlebt haben. Gehst in eine Bar, da spielen drei Musiker, Kerzenschein, ruhig, friedlich, ein Glas Wein, eine schöne Frau im Arm. Weißt, also eigentlich nicht das, wie soll ich sagen, so ist romantisch. Samba und so, sondern ja, eher ein bisschen reduziert. Mir ist heute viel zu viel Rambazamba und vielleicht interessieren sich die jungen Leute auch dafür, die Älteren auf alle Fälle, weil die Zeit wieder herbeisehnen, das ist ganz klar. Man darf ja auch verraten, Sie sind 83 ja und wahnsinnig fit und auch von der Stimme her. Ich durfte ja schon hineinhören und bin wahnsinnig begeistert. Ja. Wie halten Sie sich und vor allem Ihre Stimme so fit? Ich singe ganz, ganz wenig. Ich singe, also ich höre viel Musik, aber ich singe nicht mit. Ich singe im Unterbewusstsein mit und immer wenn ich was habe, Konzerte oder sowas, dann arbeite ich zuvor zwei Tage und Schluss aus. Dazwischen mache ich Pause. Also singe nicht in der Dusche und nicht in der Badewanne und solche Geschichten. Weil Sie auch die Konzerte angesprochen haben, Sie gehen ja mit dieser Platte, ja, oder mit dieser CD auf Tournee, auf Tour, große Tour, Österreich, Deutschland. Unter anderem sind Sie am 4. März in der Wiener Stadthalle. Ja. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen Werbung bei Ö-Ticket schon nachgeschaut. Viele Plätze gibt es nicht mehr. Also die Leute, es ist sehr gefragt. Die Leute, wir werden schon Platz finden noch. Die Leute wollen wieder in die Konzerte gehen. Was ja ganz wichtig für einen Künstler ist, vor allem, weil wir jetzt die Corona-Zeit hatten, wo man gar nicht spielen konnte. Ja. Nein, es ist herrlich. Ich freue mich also sehr mit meinen Musikern, dass wir endlich wieder spielen können. Und ich glaube, diese Platte ist natürlich jetzt eine Bereicherung des ganzen Programmes. Also ich sage jetzt einmal Swing natürlich, aber es kommen natürlich meine Hits auch vor und es kommen natürlich am Schluss Rock'n'Roll, am Schluss zündet man die Hütte an, so wie sich das gehört. Also es ist dadurch noch ein breiter, gefächertes Programm durch diese Musik. Und ich glaube, ich hoffe eben, dass viele junge Leute auch diese, ich meine, die Nummern sind ja alle bekannt, also Sinatra-Nummern und Sammy Davis-Nummern, das kennt man einfach. Und die in Deutsch, was sehr schwierig war, die deutschen Texte gut zu finden.
Ja, was wollen Sie noch fragen? Es ist ja jetzt die sechste quasi Abschiedstournee. Ja. Sie haben Ihre Frau, ich glaube 2019, zur goldenen Hochzeit versprochen, dass es jetzt Schluss ist. Und jetzt machen Sie trotzdem weiter. Ja, dann kam Corona-Zeit und dann war es natürlich, das muss man schon sagen, dann war es mir sehr langweilig. Und das Ganze ist dadurch entstanden, also ich habe festgestellt in der Corona-Zeit, wenn ich kein Ziel vor Augen habe, wo ich intensiv darauf hinarbeiten kann, wo ich gedanklich voll drin bin in der Materie, dann habe ich die Befürchtung, dass ich alt werde. Und deshalb habe ich damals mit meinen Musikern telefoniert und die haben mir was geschickt und ich habe gesagt, schau, und ich singe gerade momentan von Sinatra und das. Und dann haben wir hin und her korrespondiert und haben wir gesagt, dann machen wir wieder eine neue Platte. Und es ist natürlich so, wenn man eine Platte am Markt hat, Platte, ich sage immer nur Platte, old fashioned, gibt es gar nicht mehr, CD, dann ist der nächste Schritt einfach, das live auf der Bühne zu präsentieren. Und das ist einfach, das ist ja das Schönste für uns Sänger, auf der Bühne live mit Musikern zu stehen. Studioarbeit ist auch schön, aber wenn ein Publikum davor ist, ist einfach, da hat man noch mehr Feuer und hat mehr Freude. Also das ist, es scheint mein Leben zu sein und wie gesagt, ein Ziel vor Augen hält mich jung und jetzt habe ich wieder ein richtiges Ziel. 24 Konzerte, das ist schon, freue ich mich. Aber Sie nehmen sich da trotzdem auch etwas Zeit. Also Sie spielen nicht jeden Tag Konzerte, sondern Sie haben dazwischen immer wieder auch ein bisschen Pause, um auch vielleicht die Orte, wo Sie sind, etwas genießen zu können. Oder warum ist das so? Nein, es ist zum ersten Mal, dass ich gesagt habe, okay, 3-4 Konzerte und machen wir ein bisschen Pause. Normalerweise habe ich 28 Konzerte oder 30 gemacht und ohne Pause ist nur einen Tag. Ist einfach eine weise Voraussicht gewesen. Vielleicht bin ich doch nicht mehr. Ich möchte auf der Bühne Volldampf geben. Meine Frau sagt immer, mach halt ein bisschen ruhiger. Ich kann es nicht. Am Schluss wirklich, mein Rock'n'Roll braucht Power. Du kannst nicht auf die Bühne gehen und das langweilig singen. Das geht nicht. Also Sie irgendwie also, mit einem ein Hocker auf Versuch. Der Bühne, das würde es nie geben. Nein, Hocker gibt es nicht. Nein, das gibt es nicht. Es ist einfach so, wir versuchen es jetzt einmal. Ich weiß noch nicht, ob es gut ist, aber ich glaube schon nach 5 Konzerten einmal ein bisschen eine Pause. Wenn mir nicht langweilig wird in den Tagen. Also wäre quasi, kann man jetzt sagen, ein Leben ohne Bühne momentan nicht vorstellbar für Sie? Noch nicht. Solange man jung ist, muss man was tun, oder? Ja, absolut. Genau, ich bin voll dafür. Eben wie gesagt, Sie spielen auch in Graz und in Linz, aber eben auch das Wien-Konzert. Und zu Wien haben Sie ja auch ein bisschen einen besonderen Bezug, auch wegen der Liebe. Ich glaube, Sie haben Ihre Frau, die Ingrid, in Wien kennengelernt. Ja, sie ist Wienerin. Ja. Genau, in einem Restaurant war das. Können Sie sich da noch erinnern, wie so die erste Begegnung war? Das ist noch ein bisschen, muss ein bisschen ausholen. Sie war Fotomodell und hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 3 oder 4 Riesenplakate in der Stadt hängen. Also ich sah sie vom Plakat her und habe mich in das Plakat schon verliebt. Und dann sah ich sie in einem Lokal. Und dann habe ich versucht, da ranzukommen, wie man so schön sagt. Das ist mir gelungen. Ja, mit großem Erfolg. Sie sind nach wie vor glücklich verheiratet. Ja. Was ist denn das Geheimnis so einer langen Ehe? Weil es gibt wirklich keine Skandale. Ich habe nichts gefunden. Haben Sie nichts gefunden? Ich habe nichts gefunden. Wir sind jetzt, glaube ich, 54 Jahre verheiratet. Ich glaube, das Entscheidende ist es, erst einmal muss man das Glück haben, die richtige Frau zu finden und die Frau den richtigen Mann. Das scheint funktioniert zu haben. Ich glaube, es ist sehr viel der Wille. Der Wille, dass du einfach sagst, okay, ich will eine tolle Ehe führen. Und also bei uns ist es so. Und wenn ich jetzt erzähle, dass wir nie streiten oder noch nie richtig gestritten haben, dann glaubt mir das sowieso keiner. Aber es ist so. Es ist so. Und ich glaube, das hängt damit einfach zusammen, dass man lernt sich kennen, man weiß genau, wie der andere reagiert. Und da gibt es ihm einfach Vorstellungen, wo ich sage, das kann ich weglassen, weil ich weiß sowieso, was sie macht. Ja? Also streiten gibt es wirklich bei uns nicht. Das macht nur alt und hält auf, verkürzt das Leben, sonst gar nichts. Ist sie auch eine Ratgeberin und Kritikerin oder hält sie sich da komplett zurück? Outfitmäßig ist sie natürlich, passt sie sehr auf mich. Das kannst du nicht anziehen, das ist ganz klar. Wir machen das eigentlich so, dass sie eigentlich mein Publikum ist. Also sie ist weniger involviert in,
in meinen Vorstellungen, was ich machen möchte. Sie sieht, schaut sich dann das Endprodukt an oder hört sich das Endprodukt an und sagt, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Aber, und das finde ich auch gut so, dass ich praktisch ein Publikum zu Hause habe. Ihr gemeinsamer Sohn, der Michael, der ja. Mike, der steht ja auch ab und zu mit Ihnen, ich glaube, als Gitarrist auf der Bühne. Und der ist ja auch Fotograf und Filmemacher. Der ist macht auch Filme, sehr kreativ. Ist Fotograf, ist seit neuestem malt er auch jetzt sehr erfolgreich auch und fotografiert und so. Jetzt hat er gerade Mods produziert, auch wieder Musik. Aber er ist auf einem ganz anderen Level, er ist ja jünger, es ist internationale Popmusik. Also. Aber hat er sich auch schon Ratschläge vom Herrn Papa geholt oder ja. sagt er auch, er will sein Ding machen? Ja, nein. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Ich habe ihm schon in jungen Jahren gesagt, genauso wie ich mit meinem Vater zusammengearbeitet habe, ich habe mir immer von meinem Vater alles sagen lassen. Ob ich es dann ausgeführt habe, ist was anderes. Und genauso hat er sich von mir Ratschläge geholt oder meine Beurteilung zumindest im Metiers, die er gemacht hat. Er war ein Operettenliebhaber, hat die ganzen Sendungen von Alexander gemacht und so weiter. Aber er hat mir zugehört. Und ich finde, wenn Generationen sich anhören, und dann ist das wahnsinnig wichtig. Man muss dann nicht danach gehen, wenn man nicht will, aber zumindest einmal anhören. Aber nicht sagen, na geh, der Alte. Das darf man nicht machen. Sie sind ja auch mit Ihrer Musik immer auch mit der Zeit gegangen und ja. haben sich immer ein bisschen angepasst. Was würden Sie jetzt jungen Musikern raten, die versuchen, es wird ja immer härter, dieses Musikbusiness, und so eine jahrzehntelange Karriere ist ja, wage ich jetzt zu behaupten, fast unmöglich ja. zu machen. Ja. Ich würde Ihnen empfehlen, Fußballer zu werden. Nein, es ist eine schwierige Geschichte. Es ist schwierig geworden. Aber ich glaube, es ist deshalb so schwierig geworden, weil die Leute, die wirklich etwas Neues im Kopf haben und etwas Neues produzieren, werden eben nicht gerne herangelassen. Weil es ist eine ewige Kopiererei. Wir kopieren immer nur den Hit von dem anderen. Und die Musik entwickelt sich meiner Meinung nach nicht gut weiter. Sie würde sich weiterentwickeln, wenn man mehr Augenmerk auf die Leute, die das machen, geben würde. Aber der Radio macht schon mal gar nicht. Ja, mein Gott, ich habe auch Schwierigkeiten, aber für mich ist es nicht mehr so schlimm. Darum denke ich eben, ich kann klassische Musik machen, die es immer gab, und reihe mich da, was sowieso, fand ich, ein Wagnis ist, in die Elite ein. Weil die Lieder, die ich, diese internationalen Songs wie Summertime und so weiter, was ich gesungen habe, das hat natürlich jeder große oder jede große Sängerin gesungen. Da sind Titel drauf, auch von Hilde Knef und so. Aber ich habe es gewagt und es hat funktioniert. Haben Sie einen Lieblingssong auf dem Album? Ja, dazu muss ich sagen, mein Lieblingssong ist natürlich Mr. Bojangles. Das hängt damit zusammen, dass ich also ein absoluter Sammy Davis-Fan war und Sammy Davis geliebt habe. Aber mich hat er eben begeistert, dass er steppen konnte, dass er tanzen konnte, dass er Schauspieler war. Und mich hat auch begeistert, dass er so ein Weltstar geworden ist, obwohl er eigentlich vom Äußeren nicht dafür geschaffen war, würde ich jetzt einmal sagen. Ja? Er war kein Rock Hudson. Aber das ist einer meiner Lieblingssongs. Und dann habe ich auch einen Operettensong für meinen Vater gemacht. Niemand liebt dich so wie ich, aus Paganini. Das haben wir im Swing-Stil gemacht, ihm zu ehren, weil er war doch, wenn ich an Idole jetzt denke, war er mein erstes Idol. Und ja, das hat mir schon sehr viel Freude gemacht. Gibt es eigentlich irgendwas, weil das frage ich total gern, wenn man so ein bisschen zurückblickt, ja. irgendwas, was Sie bereuen, gemacht oder vielleicht nicht gemacht zu haben? Sehen Sie, jetzt kommen wir zu meinem, würde ich sagen, zu dem, was ich am besten kann. Ich kann unheimlich vergessen. Ja? Also ich kann wirklich, ich traue nichts nach. Ich lebe auch nicht in der Vergangenheit. Ich vergesse wirklich das Positive auch. Ich vergesse auch das Negative. Ich bin wirklich ein Mensch, ich denke immer nach vorne. Und ja, insofern, mir fällt nichts ein. Man weiß auch, dass Sie ein wirkliches Showpferd oder Zirkuspferd sind und dass es ja. geht nicht, gibt es nicht. Sie haben sich ja 2017, glaube ich, bei einer TV-Aufzeichnung Schulter verletzt ja, und ja. trotzdem eine Stunde tapfer weiter durchgehalten. Also ja. wie ist das wirklich so, die Show must go on, da gibt es jetzt kein Zurück, das muss jetzt weitergehen?
Na, ich weiß es nicht. Es hängt mit was anderem zusammen. Ich hatte, obwohl ich, muss sagen, fast alle Sportarten, die populär waren in meiner Jugendzeit, ausprobiert. Nicht gekonnt habe, es aber immer ausprobiert habe. Ich habe immer gesagt, okay, ich will in nichts, will ich sehr gut werden, aber ich möchte alles ausprobieren. Also ich war mit Sicherheit der erste Windsurfer und der erste Skateboardfahrer und so weiter. Aber ich habe mich nie verletzt, toi, toi, toi. Das ist unfassbar. Und deshalb haben auch die Ärzte gesagt, war das für mich, ich habe es nicht geglaubt. Ja? Ich habe wirklich, ich meine, es gibt ja so, dass man sagt, okay, das tut wahnsinnig weh, aber das wird schon gleich aufhören. Oder du sagst, es tut wahnsinnig weh, um Gottes Willen, jetzt ist mein Leben zu Ende. Ich habe es einfach nicht geglaubt. Ich habe mir gedacht, das kann nicht viel sein. Irgendwie, es hört nicht auf, aber ich habe es einfach nicht fassen können, dass mir so etwas passiert. Ich wollte es nicht fassen. Und ich glaube, deshalb sind auch dann ich hatte richtige Panikgeschichten dann. Also ich konnte nicht mehr in Auto hinten sitzen und musste das Fenster aufreißen. Und also, was ja mit dem eigentlichen Unfall gar nichts zu tun hatte. Aber das rührt auch daher, glaube ich. Ja, dass man merkt, man ist nicht, unverletzbar, ja, oder unsterblich oft. Ja. Dass man, wenn ich habe einfach scheinbar hab immer gelebt, mir kann nichts passieren, ich bin ein Hero. Was jetzt auch passiert ist, was sehr pietätlos war, Anfang November, eine Falschmeldung, ja, über Ihren Tod ist herumgegangen, genauso wie es jetzt Franz Vranitzky passiert ist. Also wie haben Sie denn da reagiert? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man sich denkt, oh mein Gott, ich lebe ja noch, naja, was ist mit euch? Naja, du kriegst natürlich irrsinnig viele Anrufe und überall und pausenlos läutet es und irgendwas ist los und sagt, was ist los, was ist? Ich sage, was ist los? Ja, das musst du sein, du lebst, Gott sei Dank. Sag, wie? Es ist, was soll man dazu sagen, eine verrückte Zeit. Also ich mache das wieder auf meine Art und sage, aha, scheinbar bin ich populär, dass sie mich genommen haben. Aber es ist verrückt, es ist verrückt. Und also ein bisschen Angst habe ich schon, was da noch alles an Möglichkeiten rein technisch besteht. Ich habe mich erst gestern mit jemandem unterhalten, du kannst auch heute zum Beispiel etwas sprechen, und dann kannst du die Stimme, und dann spricht der Automat an die, das sind in deiner Stimme, oder, also, da wird es schon ein bisschen Angst vor der Zukunft. Ja, dass man dann ganz genau aufpassen muss, woher man die Nachrichten und so bekommt, ja, und die Informationen, ob die wirklich stimmen. Es hält alles so auf, wir könnten noch alle viel gemütlicher vor uns hinleben und die schönen Seiten des Lebens genießen und müssen uns mit so einem Unsinn beschäftigen, es ist schrecklich. Aber that's life. That's life. Sie haben ja auch erzählt, Sie sind Winzer. Sie haben in der Südsteiermark einen Bauernhof oder auch mit Weingut. Wie schaut es denn aus heuer mit der Weinernte? Gut, es ist wesentlich weniger geworden, aber ich muss wirklich sagen, es war so, nach der vierten Tournee habe ich gesagt, so eine noch und dann ist Schluss und dann werde ich mich um meinen Weinberg kümmern. Und dann werde ich zum Herrn Thement gehen und dann werde ich ja mit dem... Genau, und dann werde ich das alles lernen und dann habe ich eine Zukunft wieder, von der ich am Anfang sprach, ein Ziel. Dazu ist es nicht gekommen. Thement macht meinen Wein und macht es hervorragend, aber ich mache eine sechste Tournee. Und es wird bestimmt eine siebte folgen. Sind Sie lieber Rot- oder Weißweintrinker? Ganz einfach. Wir mussten bei mir einen Weißwein anbauen. Das hängt mit der Erde zusammen. Es ist ein gelber Muscatella. Wir leben aber auch im Tessin und im Tessin trinkt man eigentlich Rotwein. Also im Tessin trinke ich Rot, in der Steiermark trinke ich Weiß. Was ist denn eigentlich überhaupt so Ihr Lebensmotto? Was treibt Sie an? Lebensmotto habe ich immer gesagt, wer glaubt, etwas zu sein, kann nichts mehr werden. Und das stimmt irgendwo. Ja, das stimmt irgendwo. Mensch zu sein und mit den Menschen zusammen seinen Erfolg genießen, aber nicht jetzt irgendwo arrogant über dem Ganzen stehen. Und deshalb fühle ich mich auch in Österreich so wohl. Wir haben ja immer, meine Frau und ich haben immer gesagt, okay, wenn wir älter werden, und das sind wir ja, dann gehen wir wieder dahin, wo wir herkommen und gehen wieder nach Österreich. Und das war, glaube ich, ein sehr, sehr guter Schritt, dass wir wieder was haben in Österreich. Denn, muss ja einfach sagen, es ist jetzt kein Phishing, aber... Die Österreicher sind einfach freundlich und du kannst mit ihnen kommunizieren. Das ist herrlich. Ja, aber können Sie zum Beispiel, wie jetzt, hier durch Wien gehen, überhaupt unbehelligt oder laufen da alle zusammen und wollen Fotos und Autogramme? Nein, also so schlimm ist es nicht. Es lässt schon nach. Es lässt schon nach und das ist,
nicht das Schlimmste. Also, das ist schon angenehm. Ich habe die wilde Zeit hinter mir in meinen jungen Jahren und habe die sehr genossen. Und da denke ich manchmal zurück und freue mich drüber. Aber ich brauche es nicht mehr. Wie ist denn eigentlich Ihre Frau so mit dem Thema Eifersucht umgegangen? Weil ich denke mir, da muss man schon sehr... Das musste sie sich ausdenken, bevor wir geheiratet haben. Und dann wollte man nie mehr darüber sprechen. Und das ist sehr gut gelaufen. Das hat sie gewusst, was da alles passieren könnte. Und Frauen sind ja oft sehr... Ja. Die ziehen schon das durch, was sie haben wollen. Und ist alles bestens. Einen Künstler heiraten ist bestimmt eine Entscheidung, einen erfolgreichen Künstler zu heiraten. Aber sie hat es nicht bereut. Das kann ich in ihrem Namen beantworten. Das glaube ich sofort. Vor allem, sie hat ja auch ihre Modelkarriere dann auch ein bisschen hinten angestellt. Ja, sicher. Das war aber in der Zeit noch ein bisschen, das war das Gute, um in eine Ehe zu gehen, dass man sagt, okay, die Frau gibt ihren Beruf auf. Als das Kind kam, hat sie ganz aufgehört. Und ab da war sie wirklich Mutter, Hausfrau, Ehefrau und Geliebte. Ja, das hat es doch genug zu tun gehabt. Ja, absolut, das glaube ich sofort. Was ist denn, auf was freuen Sie sich denn am meisten jetzt bezüglich Ihrer Tour? Bezüglich der Tour, es ist einfach, wie soll ich sagen, es ist ein... Ich spiele mit meinen Musikern seit 25 Jahren oder was weiß ich zusammen. Das ist einfach. Wir können jeden Tag es anders machen. Ja, es ist nicht das, was heute so üblich ist. Du hast eine Platte und bewegst den Mund dazu. Es ist alles so langweilig geworden. Und auf der Bühne mit meinen Musikern, ich schaue sie an und schnips oder irgendwas oder mach was anderes und die reagieren und so. Das ist ein es sind einfach herrliche 2 Stunden auf der Bühne. Die Arbeit, ich sage immer, es ist eine wahnsinnige Arbeit. Ja? Viel Arbeit, das können mir die Herrschaften auch glauben, die zuschauen. Es ist viel Arbeit, bis man endlich auf zwei Stunden auf der Bühne stehen darf und sich dafür für die Arbeit belohnen darf. Nicht umgekehrt. Die Leute glauben ja auf der Bühne, das ist seine Arbeit, das ist nicht mehr Arbeit. Das ist die Belohnung für das Ganze, dass ich überhaupt da oben da. Dass ich zuvor angeschoben habe und mir was Neues einfallen habe lassen und so weiter. Kreativ bin und so weiter. Und dann belohne ich mich mit einem Live-Konzert. Lieber Herr Kraus, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ich kann euch jeden ans Herz legen. Idole, wirklich. Ich liebe auch Mr. Bojangles am meisten. Schon, gell? Ja, ich liebe es. Danke, dass Sie da waren. Danke vielmals, danke. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Und wie immer das Allerwichtigste an dieser Stelle, bitte bleiben Sie gesund.